Mein Lieber, da ist was los hier. Der Kamandavi 600 Viva wartet aufs Filmen. Da hinten habe ich zwei Challenger. Hier sieht's wild aus. Habe alles hergerichtet, dass ich, wie gesagt, jetzt 37 Autos bis hoffentlich Sonntag abfilme und die dann Stück für Stück ins Netz stelle. Jetzt geht es um einen PRS von Eura, um einen Profiler Roof Sleeper. Dafür steht das RS, und zwar ein 2018er Modell, ein 695 Queensbett, sprich QB. Euro 6B-Norm von Fiat haben wir da drin. Wir haben 150 PS. Der teilintegrierte mit dem RS als Roofsleeper, mit dem Hubbettdach, das sehen Sie jetzt hier. Und da hinten steht der normale. Der ist ein bisschen flacher angesetzt. Der hat jetzt kein Hubbett. Da kann man unten ein Bett umbauen. Aber wie gesagt, heute geht es um den PRS. Jetzt kommt der Wind ein bisschen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Das ist die Nummer 563 bei uns. Ein, wie gesagt, 150 PS Ducato mit einem schönen Ganzjahresaufbau der Firma Eura. Ein hübscher Wagen auf 7,10 Meter Länge, also genau 7,9 Meter, Höhe 2,89, Breite 2,32, kostet jetzt 71.970 Euro. Wir haben LED-Tagfahrlicht, Alufelgen, viele Pakete, Arktik-Paket ist hier drin. Navigationssystem, Doppelaugenkamera, Fahrradträger, Markise. Schaut euch die Auszeichnung an auf www.freizeit-steiner.de. Und jetzt gehen wir mal rum um das schöne Fahrzeug. 7,10 Meter deswegen, weil man hat bei dem Kubi hinten noch ein großes Bad mit eingebaut. Hier haben wir jetzt die Toilette, fliegen wir mal außen rum. Dann haben wir natürlich eine riesen Garage. Dahinter ist dann dieses Hubbett. Und das Hubbett, ein bisschen lauter sprechen, kann man dann hydraulisch nach oben kurbeln, sodass ihr jetzt hier diese große Garage nutzen könnt. Sprich also, jetzt sieht man es, jetzt ist es runtergekurbelt. Wir kommen jetzt gleich mit der Kamera hin. Da sitzt auch der Kurbelkasten. Und hier auch das Wasserkraftwerk mit der Entlüftung für Warm- und Kaltwasser. Kreislauf, hier haben wir die Flowjet-Pumpe, hier schöne Handlampe, die liebe ich sehr. Hier haben wir das Markisenzubehör, wir haben die Fiat-Bordwerkzeugkiste da unten drin stehen. Und eben über die Hydraulik hier, über die Dämpfer wird das nach oben gekurbelt und dann können Sie quasi hier mit Fahrrädern rein. Also das verschwindet alles nach oben. Dieses Bett kann man dann gut über 20 cm nach oben kurbeln. Dann ist natürlich der Einstieg drin auch noch möglich in der Schlafstellung, wenn Sie hier hohe Gegenstände drin hatten. Aber man kann es natürlich auch runterlassen zum Schlafen. Sieht auch herrschaftlicher aus. Platz ist genug, das werden Sie gleich sehen. Da haben wir dieses Euramobil Profiler Heck. RS steht drauf, 4 Sterne, das hat er mit Sicherheit verdient. Die 2017er Jahrgang, ein sehr guter Jahrgang bei Euramobil. Ja, die sitzen in der Nähe von Mainz, in der Nähe von Frankfurt. Da ist ganz viel Wein in der Gegend und die machen auch ganz gute Jahrgänge. 2017er war wirklich toll. 2016er haben wir ein bisschen nachgelegt auf 2017er, aber sowas ist ja natürlich normal. Und viele, viele Sachen eingeführt, die den 17er jetzt noch ein bisschen edler machen, ein bisschen hübscher machen. Allein schon das Außendesign. Und innen haben wir jetzt Chaletholz oder auf Wunsch Navara. Dann sollte man so ein Auto bestellen. Ich gehe mal kurz rum und jetzt rein und dann windet es auch nicht mehr so sehr. Cockpit könnt ihr euch in vielen Videos von vielen Euras bei Campertobi auf dem Kanal anschauen. Gebt einfach mal den Wagenbegriff ein bei Google, dann seht ihr unter Videos auch schon viele Videos von uns. Und ja, jetzt der erste Eindruck ist natürlich unser schönes teilintegrierten Ensemble hier vorne mit dem bequemen Sitz hier gleich am Eingang. Da unten eine Klappe, wo man schön auf die Frostkontrolle kommt, weil die Heizung sitzt da drunter. Hier liegt auch der Schlüssel, die Fahrzeugmappe. Ich habe mal einen Sitz gedreht, damit wir ein bisschen einen Eindruck kriegen. Ich filme jetzt hier in HD mit 1080 Pixel in der Breite. Das heißt also, ein bisschen flimmern wird drin sein, weil dieses 4K-Gedöns, das braucht ewig zum Hochladen. Und da oben sehen wir auch das Hubbett. Seht ihr auch, dass das super schön verbaut ist. Also wenn man es nicht weiß, fällt es kaum auf. Es ist auch sehr hell und hat eine wunderschöne Beleuchtung. Da kann man mal die Ambientebeleuchtung noch dimmen. Ich wohne derzeit in einem ähnlichen Auto. Das ist der 720 QB. Der ist halt nochmal ein Stück länger. Jetzt gehen wir mal rein. Da haben wir schöne Aufbewahrungstaschen. Natürlich überall mit. Das ist ja obligatorisch, gerade in der Premium-Klasse, dass wir überall schon Mückenschutzgitter haben. Die guten Rollos, die guten Fenster. Schöne LED-Beleuchtung rundum. Jetzt haben wir auch die Ambiente-Beleuchtung an. Ich gehe jetzt mal Richtung Beifahrersitz und schauen wir nach hinten. Und da seht ihr jetzt, warum man 10 cm mehr braucht in der Länge auf 7,10 Meter diese Tür. Und die macht es aus, meiner Ansicht nach. Dann haben Sie ein Zweiraum-Appartement. Hinten kann einer schlafen, vorne einer fernsehen, ungestört, umziehen, wie auch immer. Wir haben einen riesigen Kühlschrank.
mit riesigem Gefrierfach. Es ist wirklich alles riesig. Wir haben hier die Kombi 6E Heizung verbaut. Hier ist die CP Plus von Truma untergebracht. Das steuern Sie ganz easy. Die Heizung, hier unser Bedienpanel, hier die Truma Duo Control Fernanzeige mit ISX. Fernseher kann man hier noch ohne weiteres einbauen oder digitales Fernsehen per Streaming machen. Jedem wie es will. Wir haben natürlich Soft Close in den Schubladen. Mega mäßig Platz hier, auch natürlich die Gasregler, wollte ich schon sagen. Ja, es sind ja auch Gasregler, sprich also die Gasabsperrventile, die braucht man dann zur Gasprüfung. Ja, und das Bett macht man einfach runter. Könnt ihr auch Videos anschauen dazu. Ich kann das mit einer Hand jetzt nicht machen, indem man die Kopfstützen rauszieht, die seitlichen Polster raustut hier und da und anzieht und dann ist das Bett schon nach unten gefahren. Das geht wirklich kinderleicht und von dem Umbau kann man gar nicht reden. Der Umbau in Anführungszeichen dauert eine Minute. Ja, also dann ist das Bett schlafbereit. Ja, da haben wir jetzt die tolle Tür. Ja, die schiebe ich zu. Ist natürlich jetzt alles noch hier gesperrt auch, weil der Fabrik neu ist mit einigen vom Werk her eingebauten Ladegutsicherungen. Und da haben wir dieses Riesenbett. Schönes Queensbett mit 1,90 Meter Tiefe. Da könnte man auch über einen Keil noch, den man hinten dazufügt, in der Höhe der Matratze locker auf 2 Meter erweitern. Könnt ihr jetzt auch dieses Teil hochklappen und ihr seht, da ist jetzt ein Rahmen verbaut, den kann ich jetzt anklappen, auch als Liegestellung verwenden. Und jetzt legt ihr einfach die Matratze zurück und habt vorn quasi jetzt auch 10 cm mehr Platz gewonnen, um euch zu bewegen. Hier, da sieht man das recht schön. Also ich kann jetzt ganz bequem hier auf die Toilette und zusätzlich habe ich natürlich auch noch diese kleine Sitzfunktion hier eingebaut, das machen wir mal hoch. Dann das schöne 217er Waschbecken, das hat man wirklich sehr schön gemacht, einen robusten Hahn. Da hat man einiges geändert. Hi, hi. So, sehr schön gemacht. Schöne Schiebetüren, vor denen man keine Angst haben muss. Die klappern auch nicht, das hat man nur in Mietautos, wenn jeder daran rumreißt. Aber ein eigener gepflegtes Fahrzeug hat selten ein Problem mit irgendwelchen Schiebetüren. USB. Wir haben Lichtschalter da hinten oben, über dem Schlafbereich, dass ich nachts da nicht vorhampeln muss und irgendwas ausmachen. Wir haben es wirklich sehr, sehr edel und gepflegt. Hier sind natürlich für jeden sein eigener Kleiderschrank untergebracht. Dann haben wir die schöne Wellness-Dusche. Auch gleich herzeigen mit blauem Licht. Und da ist der Radkasten drunter. Aber es geht bequem bis 1,95 Meter zu duschen. Wir können auch nochmal das Bett hochklappen. Und drunter haben wir jetzt dann natürlich nochmal einen Stauraum drin. Schauen wir auch nochmal rein. Da liegt jetzt eine ganze leichte Platte drüber. Es geht ja immer ums Gewicht. Und das Gewicht bei dem Fahrzeug dürfte mit 7,10 Meter Länge oder 7,09 Meter Länge in der fahrbereiten Masse inklusive Fahrer in der Gasflasche und 90% gefüllten Dieseltank und einem Reisewasser bei ca. 3150 Kilo liegen. Also wir haben noch ca. 350 Kilo Zuladung. Das geht problemlos zu zweit. Aber wenn auch mal die Enkel oder die Kinder dabei sind fürs Hubbett eben, dann mit schlanken Packen geht das ohne weiteres mit 3,5 Tonnen. Ansonsten kann man eigentlich alles auflasten oder man bestellt einen mit Maxi-Fahrwerk. Man geht mit Luftfahrwerken rein. Also da ist im Grunde nur eine Gewichtsgrenze in der Zuladung einzuhalten und ansonsten war es das. Recht viel Probleme macht das nicht. Also man kommt wirklich zu zweit, zu dritt locker mit 300, 350 Kilo Zuladung brutto noch zurecht, wenn man die 3,5 Tonnen berücksichtigt. Hier ist der Abwassertankhebel. Wir haben auch noch eine zweite Klappe. Da können wir auch noch mal einen kurzen Blick reinwerfen. Und morgen gibt es dann wesentlich mehr Fahrzeuge. Wie gesagt, von 37 habe ich jetzt 2. Mein Marathon bis Sonntagabend möchte ich schaffen. Und teilweise stehen die Fahrzeuge an einem Außenlager. Ich erinnere in jedem Video dran, 25.08. Da kommt der Fridolin entgegen. Geht's los, genau in 2 Wochen ist der Caravan-Salon. Ich hoffe, wir sehen uns alle. Meldet euch. Und ich melde mich auch einige Male wieder mit wunderschönem Wetter. Es ist nicht zu warm und nicht zu kalt, ein bisschen windig. Also ich freue mich auf schöne Filmtage. Der Wetterbericht sollte so oder schaut nach so ähnlich aus die nächsten 1-2 Tage und dann am Wochenende 27 Grad und Sonne. Da macht es dann natürlich noch mehr Spaß. Also ich hoffe, wir sehen uns bald bei Freizeit Steiner. Alle Infos auf mobile.de oder auch über unsere Homepage www.freizeit-steiner.de. Und wir geben jetzt, ja, wie gehen wir denn hin zurück, Fridio? Wir gehen zurück oder geben zurück ins Wohnmobil. Laden die Videos hoch und gönnen uns was zu essen. Fridolin hat seinen neuen Kurzhaarschnitt, muss man unbedingt nochmal herzeigen. Möchtest du da was sagen? Nein, möchte nichts mehr sagen. Also, schönen Abend, sagt der Camper Tobi. Wir hauen uns weg und gesund bleiben, weiter campen. Schönen Gruß an euch alle da draußen. Bis bald. Ciao, ciao.